Ja, hallo Leute, ich melde mich wieder mit einem Video und in diesem Video möchte ich kurz auf ein Thema eingehen, was auch sehr, sehr viele Fragen immer wieder mal auftaucht. Hat nicht unbedingt jetzt mit Curaçao zu tun, aber trifft auf Curaçao genauso zu. Und zwar geht es darum, was kann man denn tun, wie kann man denn auf Curaçao Geld verdienen, weil ja die meisten Leute, die auswandern, sind eben nicht in der Position, wo sie kein Geld mehr verdienen müssen oder nicht mehr arbeiten müssen. Aber ja, und deswegen dachte ich, ich bringe hier einfach mal ein paar Ideen oder Ansätze, weil ja das halt natürlich doch ein Thema ist, wo sehr, sehr viele Schwierigkeiten haben. Ja, auch das Leben in der Karibik ist dann nicht angenehm und auf jeden Fall kein Hängemattenleben, wenn man ja, Geldsorgen hat oder nicht zurechtkommt oder wie auch immer, oder hart arbeiten muss, um sein Geld zu verdienen. Ja, und deswegen bringe ich hier einfach auch mal ein paar Ideen mit rein. Zuallererst würde ich einfach mal dazu raten, sich von dem Gedanken zu verabschieden, auszuwandern und irgendwo einen Job zu suchen. Ja. Sowas kann man machen, sollte aber nur wirklich vorübergehend sein. Weil einfach ein Job ist halt eben nur ein Job, damit kann man sich über Wasser halten, aber damit kommt man eigentlich zu nichts, ja, meistens, oder kommt nicht weit. Was viel interessanter ist, wenn man sich einfach mal Gedanken macht, was kann man denn selbstständig tun, wo kann man denn einen Markt finden oder einen Mehrwert in der Gesellschaft bringen, was man dann entsprechend monetarisieren kann. Ja. Und ja, da gibt es halt je nach Land natürlich unterschiedliche Möglichkeiten und auch, ja, auch auf Curaçao gibt es diese Möglichkeiten. Auch wenn die Insel relativ klein ist und der lokale Markt sehr klein ist und überschaubar ist, trotzdem, es gibt diese Möglichkeiten, ja. Ja, wie ich zum Beispiel nur anhand von meinem eigenen Beispiel erwähnen möchte, ja. Als ich nach Curaçao ausgewandert bin, das war ganz interessant. Ich mag halt sehr gerne Wassersport, ich bin sehr gerne auf dem Wasser unterwegs. Auch ganz lustig, ich segle sehr gerne und interessanterweise ist Curaçao nicht das ideale Segelgebiet oder Segelrevier. Natürlich kann man auch dort segeln, aber das ist halt nicht so wie in der Nordkaribik. Trotzdem, ja, ich bin auf Curaçao gelandet. Ja, ja, und ansonsten bin ich sehr gerne auf dem Wasser unterwegs. Da ist mir dann auch egal, ob es ein Segelboot ist oder ein Motorboot. Natürlich macht ein Motorboot vielleicht mehr Spaß im kleinen Raum. Auf der anderen Seite kostet es natürlich auch viel mehr Geld. Ja, und als ich nach Curaçao gekommen bin, gab es relativ wenig Angebote, was Wassersport betrifft. Also es gab damals einen einzigen jungen Mann, der Wakeboarding und Wasserski angeboten hat. Und das zu einem astronomischen Preis, wo ich gedacht habe, ja, das ist schon, ja, schon mega. Naja, in meiner damaligen Naivität habe ich gedacht, das kann man sehr schnell anders machen. Und habe da halt mir ein Boot zugelegt, habe es damals aus Florida importiert. Es gab lokal ein Boot zu verkaufen, was sich dazu geeignet hätte, aber es war nicht in so einem guten Zustand und es lief irgendwie nicht so sauber. Und ja, da habe ich dann auch gedacht, naja, da in den USA kriegst du Boote ohne Ende, und da sind wir dann auch rüber geflogen, haben dann dort auch eins gekauft und es verschiffen lassen nach Curaçao, importiert. Würde ich heute niemals mehr machen, ja, es war so viel Kopfweh und so viel, ja, so viel Theater und Zirkus und am Ende so viel Geld in den Sand geschossen, ja, oder in den Wind geschossen heißt es. Ja, also dafür hätte man auch das andere Boot kaufen können und sogar restaurieren können oder vollen Schuss bringen können. Aber egal, man lernt eben halt aus Fehlern. Ja, und dann hatten wir das Boot dann da und haben dann angefangen, Wassersport zu machen. Auch wenn ich sämtliche Bootscheine habe, auch die deutschen Bootscheine habe, ist das auf Curaçao ein bisschen anders. Ja, da braucht man dann trotzdem, sobald man ja irgendwie ein Business macht, braucht man eine kommerzielle Bootslizenz. Das Lustige war, ich hatte mich damals erkundigt und man hat mir gesagt, nee, du brauchst hier gar nichts, kauf dir ein Boot und mach einfach. Ja, das ist halt leider so nicht wahr. Hätte ich das
gleich von Anfang gewusst, hätte ich auch das Boot niemals gekauft. Ja, das ist einfach, eine kommerzielle Lizenz zu machen. Zum einen kostet sie ordentlich mehr Geld und zum anderen dauert das deutlich länger. Und damals konnte man das auf Curaçao nur machen in Holländisch bzw. Papiamento. Und da habe ich, zu dem Zeitpunkt habe ich keine der Sprachen beherrscht. Ja. Insofern war das Thema für mich dann auch etwas kompliziert. Zusätzlich braucht man ein Funkzeugnis. Ja. Auch wenn ich das ganz normale Funkzeugnis habe für den normalen Yachtgebrauch, ja, oder normales Zertifikat, für Curaçao muss das ein spezielles sein, weil sie eben da eine kleine Regel haben, die anders ist als international. Das ist aber kein Problem, da kann man einfach zum Kurs gehen, kann die Prüfung machen und dann bekommt man sein Funkzertifikat. Auch das hat in Curaçao irgendwie besonders lange gedauert. Ich habe dann nach der Prüfung ganze 9 Monate auf mein Zertifikat gewartet. Ja, also in der Zeit hätte man ein Kind haben können. Aber naja, manches läuft auf Curaçao halt nicht immer schnell. Ja. Als ich mein Zertifikat dann hatte, hat sich sowieso unsere ganze Planung damals schon geändert gehabt. Ja, zum einen, weil man einfach dazu eine kommerzielle Lizenz braucht, um wirklich touristische Aktivitäten zu betreiben. Und ja, es hat sich einfach so nicht gelohnt. Ja. Das war zum Beispiel meine erste Idee, wie man es halt nicht machen sollte, ja, oder kann. Oder, ja. Und ja, mit der Zeit hatte ich dann mein Boot auch wieder verkauft. Also wir haben dann eigentlich nur so kleine Sightseeing-Touren gemacht, im ganz kleinen Rahmen und auch nur mehr im Bekanntenkreis und nebenbei halt ein bisschen Wassersport gemacht, ja, aber das ist kein Business natürlich, damit verdient man kein Geld. Und zusätzlich sind halt die Wartungskosten auf Curaçao für ein Boot extrem hoch, einfach salzwasserbedingt. Und ja, Liegeplätze sind auch nicht gerade billig, wenn man es im Wasser lässt, was bei einem Boot mit Innenborder auch gar kein Spaß ist, ja. Mit Außenborder geht es noch, da kann man es zur Not auch, ja, da kann man anders damit umgehen. Ja, und so war diese Idee dann auch relativ schnell begraben und wir haben uns auf andere Dinge fokussiert. Das Boot habe ich dann irgendwann ein paar Jahre später wieder verkauft für, ja, keinen schlechten Preis jetzt, aber trotzdem natürlich das Geld, was ich in das Boot damals gesteckt habe, habe ich niemals zurückbekommen, das ist klar. Einfach die Importkosten und das Verschiffen und alles. Selbst das Verschiffen selber war gar nicht mal so teuer, ja, aber Importzölle und alles, das ist ja kein Spaß auf Curaçao. Was ich dann nebenbei gemacht habe, ja, das war zu dem Zeitpunkt auf Curaçao eigentlich sehr, sehr einfach, weil Curaçao war auf dem deutschen Markt eigentlich nicht bekannt oder sehr wenig bekannt. Ja. Und damals hat ja Air Berlin gerade angefangen und ich habe dann diesen Schwung, dieses Marketing von Air Berlin aufgegriffen und habe damit halt angefangen, auf dem deutschen Markt aktiv Ferienhäuser zu vermarkten, ja, zu bewerben. Also Ferienhäuser, die nicht mir gehören, ja, einfach auf Provisionsbasis. Und das hat sich dann halt relativ schnell gut entwickelt und ja, da aufbauend auf dem konnte ich dann halt auch andere Dinge machen. Ja. Was ich in kurz aber dazu sagen will, ja, es ist, ich merke halt sehr, sehr viele deutsche Auswanderer versuchen irgendwo dann einen Job zu finden, irgendwo was zu arbeiten. Ja, wie gesagt, man kann das machen, um irgendwie eine Zeit zu überbrücken, um vielleicht seine Ausgaben zu reduzieren, aber der langfristige Plan sollte eigentlich sein, selbstständig aktiv zu werden, etwas selbstständig zu machen. Und ja, wie gesagt, Ideen gibt es da. Wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, findet man Ideen und was man machen kann. Das ist nach jedem Land natürlich unterschiedlich. Und in Curaçao gibt es das auch, ja. Also da gibt es auch Möglichkeiten, was man machen kann. Ja, das wollte ich nur kurz zu diesem Thema einwerfen, ja, weil es halt, wie gesagt, doch relativ oft vorkommt. Und warum ich persönlich nicht dazu rate, sich irgendwo einen Job zu suchen, weil einfach die Gehälter sehr niedrig sind, ja, die Bedingungen sind bei weitem nicht wie in Deutschland, ja, man hat da keine 30 Urlaubstage im Jahr und die Arbeitszeiten sind auch nicht die berauschenden. Und zusätzlich muss man sich eine Arbeitsgenehmigung holen, die kostet auch wieder jährlich Geld, ja, also etwa 500 Euro im Jahr
muss man dann für die Arbeitsgenehmigung bezahlen. Und ja, das sind so viele Faktoren, wo ich sage, das sind Gebühren, die man erstmal dann wieder erwirtschaften muss und macht in meinen Augen keinen Sinn, ja. Und wie gesagt, die Gehälter sind auf Curaçao einfach nicht so rosig, ja. Also man, wie gesagt, man kann natürlich damit eine Zeit überbrücken, das geht, aber auf Dauer kommt man damit nicht sehr weit, ja. Das ist auch in Deutschland ein ganz normaler Angestellterberuf, sage ich mal jetzt nichts, also ein ganz normaler Job, ja, damit erreicht man nicht sehr viel, ja. Und deswegen, ja, ich bin da sowieso eher so, tendiere sowieso eher zur Selbstständigkeit, weil man da einfach viel mehr Dinge selber machen kann und da einfach auch sich selber weiterentwickeln kann, ja. Und gerade auch was die Selbstständigkeit betrifft, man lernt da so viel über sich selbst, ja. Und wie viel man eigentlich machen kann, was man in einem Job eigentlich niemals macht, oder Potenziale entwickelt, die man in einem Job selten entwickelt. Ja. Also es gibt natürlich Berufe, wo das ist der Fall ist, keine Frage. Und es gibt auch sehr gut bezahlte Berufe, auch keine Frage. Aber ich rede von den ganz normalen, wirklich ganz normalen Jobs. Und ja, wenn man nach Curaçao auswandert und man einen besonderen Beruf hat oder irgendwie ein Spezialgebiet abdecken kann, ja, dann kann man auch da einen guten Job bekommen, keine Frage. Aber das ist, ja, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Darauf zu spekulieren ist einfach, ja, ich finde es, ich kann nicht dazu raten, ja. Ich empfehle wirklich zu überlegen, zu gucken, was kann man tun. Und da gibt es viele Möglichkeiten, ja. Das am besten ist es, wenn man nach Curaçao auswandert, ist es am allerbesten, wenn man etwas online machen kann, was gar nicht auf Curaçao abgewickelt wird. Ja? Also wenn man zum Beispiel irgendwelche Kundenberatungen in Deutschland macht oder sonst wo auf der ganzen Welt, nur nicht auf Curaçao, ist es am allerbesten, weil für diese Konstellation hat man dann Steuervorteile und was weiß ich was. Betreibt man ein Gewerbe lokal auf Curaçao, ist es überhaupt kein Steuerparadies, also da sind die Steuern heftig, ja, teilweise, je nachdem was man macht, kann das auch ganz schnell über die 50% Steuerlast gehen, ja, das ist kein Witz. Dementsprechend, in der heutigen Zeit, wo man so viel online machen kann und es so viele Möglichkeiten gibt, ja, da gibt es auch Dinge, wo man dann tatsächlich hergehen kann und sich dann online etablieren kann und entsprechend Geld verdienen kann, ja. Und wie gesagt, wenn man einfach sieht, was heute alles möglich ist, womit heute alles Geld verdient wird, ja, es ist schon erstaunlich, ja. Und wie gesagt, es gibt viele Möglichkeiten, ja, die ein oder andere Möglichkeiten, die probiere ich selber immer wieder aus. Auch da muss man natürlich finden, was passt zu einem, was mag man nicht. Ja, auch viele Dinge habe ich angefangen, habe festgestellt, da, das gefällt mir gar nicht. Oder ich müsste da irgendjemandem was verkaufen, wo ich nicht dahinter stehen kann. Ja, da bin ich nicht der Typ für. Ich kann keinem was verkaufen, was ich nicht selber kaufen würde. Ja. Und das sind halt alle so Dinge, wo jeder selber aber finden muss, ja, für sich selber entdecken muss. Ich finde, in der heutigen Zeit kann man online einiges machen und da liegt es an jedem selber, das zu finden und zu entdecken, was man gerne machen möchte. Und wenn man sein Geld online verdient, ist die Auswanderung eigentlich nicht mehr so kompliziert. Und dann ist es auch völlig egal, wohin man auswandert. Das ist ja auch der Vorteil bei Online-Gewerbe. Ja. Das wollte ich so als Ideen mal so ein bisschen reinbringen. Und ja, vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen. Und ich wünsche allen einen schönen Resttag. Alles Gute euch und bis zum nächsten Video. Bis dann. Tschüss.